Hi Leute und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir machen direkt weiter. Ich weiß jetzt auch, wie das hier funktioniert. Das ist eigentlich relativ simpel. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, dass ich hier einfach springen und meinen Leiter anmachen muss. Aber manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger, bis irgendwas klar wird. Das ist okay. So, nur der Rückweg. Wie, das war's schon. Die Sache ist doch jetzt, wenn ich den hier aktiviere, dann muss ich doch, bin ich doch wieder außen. Der portet mich doch sicher raus. Oh, lost. Hauptsache am Ende nochmal mit dem Zweihandschwert drauf geknüppelt. So, jetzt auch dumm. Auch nichts mehr. Muss ich mir jetzt langsam mal was zusammenkochen. Kann nicht die ganze Zeit das Zeug zusammenfressen. Ja, erstmal ein paar Pilze schmeißen. Geben die jetzt eigentlich dieselbe Antwort wie die anderen auch? Ja, es ist dieselbe Antwort. Weiteres Zeichen der Bewährung. Stimmt, wenn ich die Bewährungszeichen habe, kann ich ja meine Lebenspunkte wieder ein bisschen pushen. Jetzt portet mich das Ding aber wieder raus, oder? Heißt, ich muss nochmal rein für die Kiste, oder? Da sind wahrscheinlich eh wieder nur Waffen drin, die ich nicht brauchen kann. Ist das nicht so schlimm? Ein langer Loading-Screen in dem Gebiet. Noch ein bisschen größer als das andere Gebiet. Was? Was ist das für eine Benachrichtigung? Hackeln auf der Brücke? Was? Oh, der Gegend hier halt nicht so ganz. Ich hab letztes Mal gesehen, was passiert ist mit dem Steindings. Fleisch. Ah, das Geflügel gibt sogar ein ganzes Ding. Gekocht dann wahrscheinlich wieder mehr. Normales Bockbillenjager, oder? Ach, da ist ein Böser dabei. Wie konnte ich denn Pfeile wechseln? Ich will das ja nicht über das Menü machen. Oh nein, jetzt habe ich sie hergepfiffen, ich Idiot. Ah, wollte doch nur meinen Pfeil wechseln. Jesus. Rechts nicht und oben nicht. Ah, mit links. Es ist halt jetzt ein bisschen spät für einen Bombenpfeil. Ja, geht wieder zurück. Es wäre jetzt natürlich schlecht, wenn die das mitkriegen. Wenn sie wechseln, brauche ich noch nicht mehr draufböllern. Das weiß ich jetzt, wie es geht. Ich, nein! Ich dödel. Was mach ich denn? Ich soll mich jedes Mal pfeifen. What the fuck? Ihr habt nichts gehört, geht wieder zurück. Wie schnell sie aufgeben. Entschuldigung für den Fail gerade. Ah, hier ist Party.
Reicht der Feuerpfeil, um die Dinger hochzujagen, oder? Auch mal machen. Gehen die eigentlich bei mir auch hoch, wenn ich die zusammen drauf lasse? Nee, oder? Oh, der Elite hat überlebt. Really? Er hat mich doch letztes Mal schon gewone-shottet. Das Schwert. Hätte sich sicher auch eleganter lösen lassen können. Hab ich nicht, nein. Ein Datenschwert. Das ist gar nicht mal schlecht. Dann schmeiße ich die ganzen Dinger hier weg. Ein Zweihänder geht halt auch bald kaputt. Könnt ihr jetzt mal versuchen, irgendwas zu kochen? Die Waffen gehen kaputt, wenn sie brennen, oder? Oh, das ist... Lass mich raten, eine Waffe. Was kann ich denn von einem Bogen weghauen? Einen von denen, oder? Ja. Die Bögen haben jetzt nicht so viel Unterschied. Steuerung hat aber nicht wirklich Bock. Ist die Frage, was versuche ich hier überhaupt zu craften? Röstapfel sind ziemlich simpel, da werfe ich wahrscheinlich einfach einen Apfel rein, oder? Und nur mit dem Apfel? Mit Saft? Kann ich da mehr auf einmal von kochen? Das ist ja übel, was das halt. Moment. Warum wurde da jetzt nur... Warum ist der erste jetzt besser gelungen als der zweite? Haufenobst. Heißt das, ich habe mehr davon in die Hand genommen oder was? Moment hier. Ah, okay, ich verstehe. Da war scheinbar noch was drin. Aber ich habe ja nur einen Apfel reingeworfen. Räumen wir mal ein bisschen rum. Ich habe ja genug zum Kochen. Kann es auch schief gehen? Wildspieß. Sollen wir das mal kochen können? Chili. Chili mit Wild und Pilzen. Mal probieren. Ich habe jetzt natürlich auch keine Rezeptliste. Scharfes Chili-Fleisch. Ah, ich denke, das reicht für den Anfang. Bin wahrscheinlich schon wieder massig von diesen Waldgeistern vorbeigerannt. Um zu bekommen. Oh, da steht einer. Er ist nicht feindlich, oder? Ich weiß nicht so, wie er dasteht. Ich kann hier mal einen Explosionspfeil reinschießen. Das Ende ist, ne? Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Länge. Was? Ding da oder was? Wo kommst du denn her? Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ist im Grunde ja auch ziemlich egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten.
Das ist auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Ja. Entschuldigung. Und ich spreche nicht von Pilzen, sondern ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir Herr nicht entgeht, wenn sich da was tut. Ah, diese Sache, ja. Genau, den Wächter. Du weißt schon, wie in den alten Geschichten. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Wunderbar. Ja, die haben mich auch schon mal verfolgt. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Arschkarte, würde ich sagen. Wie meine Reflexe? Nein, nein. Machen wir da keine Illusionen. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Aber wenn es nicht der da war, heißt es, dass der safe ist? Oder? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob der sich aktiviert, wenn ich da jetzt vorbeigehe. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Wenn er das schon erwähnt, dann geht wahrscheinlich der nächste gleich in die Höhe. Das wäre es jetzt gewesen. Der erste, den ich sehe. Hm? Geflügel. Und was? What? Was bist du denn für ein Ding? Wahrscheinlich, wenn er hochkommt, aber ich denke nicht, dass da ein Fall reicht. Besser Bogen ist aber. Ah. Was bist du denn für einer? Jetzt habe ich keinen. Nein, ja. Wundervoll. Was ist denn das für ein Ding? Der kommt aber wahrscheinlich auch nicht aus dem Wasser raus, oder? Nee, der ist doch fix. Ist die überall im Wasser? Kann ich doch jetzt mal eine schöne Bombe reinwerfen? Erstmal rein bombardieren. Hui. Ich habe halt keine Pfeile mehr. Das ist ein bisschen. Aber die haben gar nicht gecheckt, von wo jetzt das, wo die Bombe herkam. Die checken es einfach nicht. Oh, machen wir weiter, Party. Wird schon nichts passieren. Moment, die laufen auf die Dinger zu? Bisschen bescheuert, oder? Ja. Wande, war nicht so gut. Ich kann die ja auch mit den Bomben in eine Richtung locken. Ja. Was ist denn das? Haben wir aber gecheckt, oder? Bald kann ich eigentlich meinen Zweihänder werfen. Hallo. Nein, nicht fallen lassen. Wobei, wenn es funktioniert. Moment, die können nicht schwimmen? Ernsthaft? Ich gar nicht. Hallo. Also ersaufen die einfach? What? Gut zu wissen. Jetzt kriege ich ganz schön gute Waffen.
Weg mit dem ganzen Schrott. Ja, ein Schild hab ich bekommen. Schrottdinger da auch wegkommen. Okay, dass den Knochen da ist oben aufklappt, ist auch nicht schlecht. Das mit dem Ertrinken kann ich mir richtig zunutze machen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe natürlich jetzt, dass der seine Pfeile fallen lassen, aber ich habe keine mehr. Moment, der hat die Truhe gerade von hinten aufgemacht. Was? So. Ne, der hat seine Pfeile nicht fallen lassen. Na, okay, das ist jetzt Mist. Ich hätte wirklich Pfeile gebraucht. Hier nicht einen. Ist hier irgendwo ein Baum gehangen? Oder habe ich das nur übersehen? Eine Ziege. Eine Ziege. Der explizit gesagt, ich sollte zwischendurch durch. Zwischendurch durch. Das ist zu blöd, ich habe keine Pfeile mehr. Eigentlich pfeifen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Sehr verwirrend, was ist denn da jetzt passiert? Wie ist es überhaupt nicht juckt, dass der Querde da gerade explodiert ist? Weil der andere ist hin und hat sein Zeug genommen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Wow. The fuck? Ganz schön mächtig, dieser Explosionsfall. Komm, komm. Du kannst mich ja direkt besuchen. Finde ich gut. Werfen Steine. Komm, musst du hier keine Steine werfen. Schrott drin. Ich würde fast sagen, ich hebe mir jetzt die Bombenpfeile auf, die sind ziemlich OP. Dass ich die jetzt alle verballer. Nur für ein paar Bockblitz. Die werde ich später auf jeden Fall nochmal brauchen. Ich hoffe mal, dass mit dem Craften, mit den ganzen Mats und allem möglichen wird mir dann noch irgendwann erklärt, weil ich habe absolut keinen Plan. Diese Metalldinger kann ich ja bewegen. Kann ich damit eigentlich Gegner angreifen? Mit diesen Metalldingern? Ausprobieren. Dauer Rubin. Was, hier liegen Rubine? Wait, what? Das ist die Währung hier, oder wie? Jetzt habe ich wenigstens wieder ein paar Pfeile.
Fischis, Fischis. Nein, Froschis. Froschis. Rotkröte. Kann die auch essen. So, gehe ich direkt darüber oder schaue ich erstmal da oben rum? Schaut aus, als wäre da oben. Naja. Du hast keinen Kopf mehr. Moment, da doch gerade was. Was ist das? Rüstling. Moment. Er sich gerade aufgelöst, bevor ich drüber gelaufen bin? Hi. Was auch immer da oben ist, es hat keinen Bock, dass ich hochkomme. Wo kam der Stein gerade her? Warum schwebt da ein Gebüsch? Ach ne, der wächst da. Ah, lass mich mal hier umschauen. Ja, hier oben ist gar nichts. Oder vielleicht ist hier was, ich sehe es nun wieder nicht. Ich glaube, das Skelett läuft mir jetzt nicht hinterher, wenn ich meine App hier zusammensammle. Hat wahrscheinlich auch schon keinen Bock mehr. Hm? Sonst ist hier tatsächlich nichts. Oh, was geht denn da unten? Mehrere. Oh no. Nervgegner. Danke. Es ist eigentlich schade, dass ich jetzt mein Schwert verwende. Das kann ich mir ein bisschen auf. Dass es dann wieder kaputt geht. Kann ich da hingleiten und dann vielleicht hochklettern? Ist richtig time. Oh, Tatsache. Hast du ruhig Zeit? Du hängst nur da oben rum und wenn du runterfällst, im Arsch. Das reicht schon. Silberner Rubin, what? Mal angucken. Sieht aber nicht nach Bockblenden aus, oder? Was ist denn das? Sieht einfach nach einem Lager aus.
Ach, da ist ein Typ. Pennt da rum, während ich sein Zeug klau. So, Dampfi hatte ja gesagt, ich kann mit einem Hammer Erz abbauen, oder? Sag mal, ob das funktioniert. Tatsache. Kein Salz. Wie der Seelenruhig pennt, wenn ich da oben gehe. Richtig Bock, der Typ. Wird gegrüßt, Reisende. Setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Giro. Reisender Händler, freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Ware selbst im Wald zusammensuchen. Sicher ist es natürlich einfach, Reisenden wie dir Waren abzukaufen. Das ist zufällig nicht irgendwas Seltenes für mich? Hätte da was? Was hat er denn? Jetzt ist halt die Frage, was von... Okay, die alte Hose kann ich... Jetzt ist halt die Frage, was von dem Zeug kann ich problemlos verticken? Ich weiß ja nicht, ob die später irgendeinen Nutzen haben. Was ist das? Ich kaufe fast alles, aber nicht alles. Ja, ein bisschen was kann ich echt verticken, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich die ganzen Fledermausflügel da alle brauche. Quincy hier. Weiß ja nicht, wofür die Opale sind, aber ich glaube, die Rubine werde ich schon gut einsetzen können. Der hat nur was zu verkaufen und also ich kann dem nur Zeug verkaufen und nicht kaufen? Kaufen? Ah, ich will kaufen. Nein, kein Trüffel kaufen. Den Pfeile abkaufen, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ja, nimm alle von dem. So. Ja, Axt habe ich ja noch. So, da ist der nächste Turm. Kann ich da einfach hochklettern? Oh. Wow, was? Ach so, schon gewundert, was geht jetzt ab. Zerbricht schon wieder echt. Diese Skelette gibt es so sicher auch in Goblin oder wie die Dinger heißen Größe, also in der großen Größe. Ich kann es nicht vorstellen, dass die nur auf der Größe sind. Erstmal, was da drüben abgeht. Wenn ich nicht sehen kann, obwohl ich eigentlich ziemlich kurz nicht. Oh, wow. War nicht präzise genug. Der ist direkt neben ihm gelandet, aber oh, das war's schon. Wow. Barsche. Nicht wegschwimmen. Oh, eine Truhe. Wechsel. Handstein wieder.
keine Elite dabei, oder? Doch. Da ein bisschen unklug, direkt auf den zuzuschwimmen. Na, ich schwimme einfach mal darüber. Können wir ja sowieso den Turm da drüben anschauen. Moment, das ist eine ziemlich heftige Strömung. das ist jetzt nicht so optimal. Aus dem Wasser kann ich auch nicht einen Ball schießen, oder? Geht's ja nicht hin. Ja, nicht hin. Gut. Geht doch. So, diese Feuerdinger da kann ich abbildern, dass sie runterfallen, oder? Okay, es wackelt, aber es fällt nicht runter. Das ist also schon mal der Fall. Jetzt. So effizient, wie ich das jetzt eigentlich wollte. Naja, egal. Laufen die ernsthaft zu den Dingern hin? Wie deppert sind denn die? Wurde kaputt gegangen. Hast du mal sein Schwert geklaut? Ja, ist natürlich jetzt alles wieder besser als mein Zeug. Ich habe noch die ganzen Anfangs-Schrottdinger. Oh, da zurück. Hauptfächer. Ja. Irgendwie nicht. So, ich würde aber jetzt sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ups, da gefallen. Und. Thank you.